Um Ronnys HTML-Spiele auf iPhone und iPad spielen zu können, geht ihr in den Safari-Browser, gebt ronnys-freizeit.gmdurfree.com ein, dann seid ihr hier auf der Startseite, geht auf den Menü-Knopf der Webseite, geht unter Ronnys PC und Mobile Games, scrollt weiter hinunter. Dann seht ihr hier die Anleitung für iOS. Um meine Spiele spielen zu können, müsst ihr die App Documents aus dem App Store herunterladen. Zwar diese Documents von Readle. Es ist die einzige App, welche HTML-Anwendungen abspielen kann. Wenn ihr diese installiert habt, seht ihr sie hier. Öffnet wieder den Safari-Browser und scrollt weiter hinunter. Jetzt sind wir beim Spiel das Colon Ping Pong 2018 und klickt auf den Button Herunterladen für Mobile. Dann öffnet sich Google Drive. Im Safari selbst, wenn ihr die App nicht installiert habt, klickt hier darauf, dann lädt es hier. Wenn die HTML-Datei geladen ist, kommt hier dieser ganze Text, den müsst ihr nicht beachten. Klickt hier auf das Download-Zeichen. Möchtest du das Colon Ping Pong 2020 Mobile Game laden, klickt auf Laden. Dann geht ihr hier, seht ihr unter Download hier, was aktuell geladen wird. Und jetzt ist diese HTML-Datei, das Spiel, in die App-Dateien unter Downloads abgespeichert. Also hier, diese App von Apple selbst, Dateien. Und jetzt seht ihr hier das Colon Ping Pong 2020. Kann man noch als Liste darstellen lassen. Hier. Und jetzt klickt ihr darauf. Teilen. Und jetzt öffnet ihr mit der App Documents. Öffnen. Dann könnt ihr die Datei noch in der App selbst speichern. Jetzt hört ihr bereits den Sound dieses Spiels. Um den Sound hören zu können, müsst ihr hier eingeschaltet haben, also den Riegel nach oben. Dieses Spiel kann man dann im Breitbildmodus spielen. Dieses Vollbildmoduszeichen funktioniert hier nicht in der App. Dokument, das Spiel selbst, die HTML-Anwendung, wird bereits im Vollbildmodus wiedergeben. Dann klickt ihr einmal darauf hier, dann verschwindet von der App selbst diese unteren und oberen Balken hier. Und dann geht es hier mit dem Finger per Touchscreen weiter. Könnt ihr so spielen. Und wenn ihr es beenden wollt, dreht ihr das Smartphone um, klickt hier in den schwarzen Bereich und wieder zurück. Jetzt ist die Datei hier nicht gespeichert, weil es vorher nicht gepackt hat. Die Datei öffnen und ihr Speichern klicken. Dann könnt ihr sie hier ablegen dann. Ihr müsst einfach einen Ordner auswählen, kopieren und jetzt ist hier in der App Dokuments selbst gespeichert. So müsst ihr sie nicht immer wieder aus dem Dateienprogramm hier herunterladen, sondern könnt direkt die App Dokuments öffnen und die HTML-Datei, das Spiel anwählen und spielen. Viel Spaß!